Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Valhalla, Gefion ist neu. Sehr schön, wir haben schon ein bisschen was gemacht, aber nichts gezogen. Von dem her alles gut, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Umberg ist da. Wir wollen Umberg spielen und schauen, was wir mit den Ringen anfangen können. Das ist mein Team, ich habe schon zwei Etagen gespielt. Und nebenher soll es noch um ein bisschen Ali-Werbung gehen. Mann, mal, wir schrauben mal den Ton hier runter. Lass uns mal so. Machen mal den roten Diamanten. Ein bisschen laut gewesen, ha? Genau, uns hat ein Player verlassen und wir suchen dringend Verstärkung. Wenn ihr euch also berufen fühlt, hier beim Bloodwolf Clan, sagen wir mal, so in den... Oh. Ja, ich verballer die Steine, ich war die Specials, ich weiß. Wenn ihr euch berufen fühlt, bei uns zu spielen, dann schreibt mich einfach an. Lasst mir einen kurzen Kommentar da, hier unter dem Video, und wir machen was. Natürlich ist es immer geil, wenn man so einen Top 70, Level 70 Spieler oder so kriegt, aber ja, also, wenn es drunter ist, ist es auch nicht schlecht. Ne? Hauptsache, ihr seid ambitioniert und habt Bock auf das Game vor allem noch, ne? Gerade in heutiger Zeit, wo es dann... Wo es dann nicht mehr jedem Spaß macht, weil so viele neue Helden kommen und weil es immer mehr verkäscher wird und so. Wir sehen das zum Teil auch so, haben aber immer noch Bock und also kommt ja immer auf die Ambitionen an, die man hat, sag ich mal. Ne? Wenn man natürlich Top 100 spielen will oder wirklich hoch hinaus will, dann ist das ganz klare Sache. Dann muss man cashen hier, dann kostet das einen Haufen Geld. Und selbst wir sind nicht bereit, das auszugeben. Wir haben mal eine Umfrage gemacht in der Ali, so ein bisschen. Was heißt eine Umfrage? Also es wurde gefragt, was gebt ihr eigentlich so aus im Spiel pro Monat? Und ich bin da bei 100 Euro plus. Aber das ist halt auch nichts, was muss, ne? Das, also, ja, ich mache das halt, das sind Gelder, die ich zum Leben nicht brauche. Ne? Wo mein Sohn versorgt ist, wo alles bezahlt ist, wo ich versorgt bin und so. Die einfach, die ich sonst eh nicht auf der Hand hätte oder so, weil sie irgendwie... Zum Beispiel bei mir kaufen voll viele Leute, weil sie wissen, dass ich gern zock. Google Play Karten einfach für mich, ja. Sagen, ey, was schenkt man dem Andreas und so. Dann gibt's eine Google Play Karte. Weil sie wissen, dass ich gern zock halt, ne. Knolli danach anmachen, ich weiß. Aber es ist nicht schwer, deswegen. Es ist jetzt keiner in Gefahr zu sterben oder so. Deswegen spiele ich hier einfach ein bisschen rum. Aber wir schauen danach, was wir mit den Ringen anfangen könnten. Und genau vornehmlich soll es ja auch echt um die Ali gehen. Also, wie gesagt, ihr fühlt euch berufen, bei uns zu spielen oder habt gerade Bock zu wechseln, meldet euch bei mir. Würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen Zuwachs kriegen würden. Genau, ansonsten ist heute Dienstag, was nichts ausmacht, weil bald wieder Samstag ist. Und ich nicht mehr samstags arbeite, das ist so geil, ich war ja selbstständig lange. Entschuldigung, rauscht mal schnell am Kopfhörer. Ich war ja selbstständig lange und mein Sohn, der kennt das halt nur, Samstag arbeitet Papa und sonntags muss er auch morgens gleich ans Handy oder am Computer. Und jetzt seit anderthalb Jahren oder so fällt es halt komplett weg und der genießt es halt voll. Ne? Und so muss man sich manchmal entscheiden, ja.
So muss man manchmal einfach schauen, was ist das Beste für mich? Kann ich auf Geld verzichten? Und ich kann locker auf Geld verzichten. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und wir leben ja immer noch super, super gut, ne? So, jetzt müssen wir schnell schauen. Entschuldigung, ich mache hier mal schnell, genau, Valhalla für immer. Und gehe mal auf die 11. Das ist so meine Farming Stage bei Jotunheim hier. Gehen wir hier. Nein, nicht auf schwer, sondern auf normal, bitte. Und verballer mal ein paar Beutetickets. Und dann machen wir die letzte Stage. Vier Rucksäcke, naja. So, einen haben wir ja eigentlich noch. Wo machen wir denn den? Können wir denn bei 11 machen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was das kostet. Was war denn das? Waren das drei? Ne, es waren vier. Na, dann gehen wir runter auf die 9. Ist die 9 noch für 3? Weiß ich gar nicht. Ja, die 9 ist für 3. Und. Ah, jetzt habe ich drauf gedrückt. Ich bin ein Idiot. Sorry, Leute. Jetzt müsst ihr euch das reinziehen. Es geht gleich weiter, geht gleich weiter. Wir machen die schnell weg. Ich habe jetzt halt auch Blau dabei, ne? War wieder schlau, SK. Das war wieder schlau, SK. Du bist brillant. Ja, lass uns noch ein bisschen über die Ali reden, genau. Der Bloodwolf Clan ist eine ältere Ali, die es schon echt eine Weile gibt. Die auch mal richtig ambitioniert war, aber halt dann auch durch Abgänge, wie es halt in dem Spiel ist, ne? Es bleibt ja keiner ewig. Viele sind schon ewig, also lang dabei oder so, aber es gehen halt auch immer wieder Leute. Und durch sowas verändert sich das natürlich. Also verändern sich die Ansprüche. Man muss dann irgendwann sagen, okay, man will nicht mehr in den Top 100 spielen oder so. Es hat sich viel verändert. Die Leute cashen nicht mehr so viel, ne? Also buttern nicht mehr so viel Geld ins Spiel. Und dann, klar, denkt man auch in der Ali eher drüber nach, okay, wie kann es weitergehen und so. Sind wir wirklich noch in dem Anspruch, dass wir, ich habe keine Gegengifte dabei, fällt mir gerade auf, das ist schön. Und die schmettern mir hier meine Jungs auf Standby. Dann verändert sich das natürlich, verändert sich der Anspruch der Ali. Und so war es halt auch hier, ne? Wo ich gekommen bin. Ich war ja in der zweiten, vom Bloodwolf Clan gibt es auch noch eine zweite. Da hieß es gleich, bist du dir sicher, dass du wechseln willst? Das ist eine andere Geschichte. Ich habe das damals trotzdem gemacht und bin glücklich. Bin absolut glücklich. Die zweite war geil, aber es war irgendwann so, dass mit diesen 100 Euro, die ich im Monat ausgib, wollte ich einfach mehr. Ne, irgendwie willst du ja auch für dein Geld was sehen. Und irgendwie ist es ja schon so, warum spielen wir das alle oder viele von uns? Und wollen viele von uns oben mitspielen? Na klar, dass man seinen Namen da liest, seinen Accountnamen. Ne? Das ist ja ganz klar, wir sind alles. Also Menschen ticken einfach so, ja. Das ist ja, machst du Sport und machst den gewissenhaft, willst du irgendwann deinen Namen auf einer Urkunde oder auf dem Pokal sehen. Und so ist es halt selbst im Handygame, ne? Und er verändert mir jetzt die Schilde. Aber das macht nichts. Da kriegt jetzt eine mit von Pengi. Wir machen erst die Minion. Ah, Glenda vergessen. Egal. Reicht. Genau, so ist es halt, ne? Aber auch bei mir zum Beispiel, meistens ändert sich das in dem Spiel nach einer Weile, wenn man merkt, was das an enorm Geld kostet, wenn man ganz oben mitspielen will. Das sind 1000 Euro, sind halt mal schnell gar nichts. Also sie sind wirklich nichts, ja, weil du hast ja nicht immer Glück beim Beschwören. Auch hier will ich nicht hin, fuck it. Hier wollen wir hin. Du hast ja nicht immer Glück beim Beschwören. Und dann kann es halt sein, also mir ging es schon so, dass ich einen Hunderter verballert habe, weil ich zum Beispiel Pengi, ich wollte unbedingt Pengi. Was ich da reingebuttert habe, war nicht mehr feierlich.
Heute ist Pengi ja gut, aber er ist kein Töter mehr, ne? Kein Overkiller mehr. Und das führt dann dazu, dass du dir irgendwann denkst oder dass ich mir irgendwann gedacht habe, es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Die Pace, also die Geschwindigkeit, in der das Spiel neue Helden released, die viel, viel besser sind, die ist so hoch, dass es nichts bringt, wenn du jagst. Da brauchst du enorm Kohle und die könnte ich generieren, will ich aber nicht. Also ich habe ein Kind, ja, und irgendwann, ich bin kein Reicher oder so, ja. Das war, wo der Laden da war, war das noch anders. Ich habe mal so eine App gehabt und da waren, also ich will es gar nicht sagen, weil es immer so blöd kommt, aber da, sagen wir mal, die Tausendergrenze habe ich da manchmal geknackt, ne? Ganz am Anfang. Und das ist irre, wenn du dir das überlegst, das ist ein fucking Handyspiel. Das ist doch völlig irre. Und das wollen wir halt auch nicht, ne? Also so jemand würde ja auch nicht freiwillig dann zu einer Ali, die Top 500 ist, sondern der will dann Top 100 spielen oder so. Und das ist auch völlig in Ordnung, Leute. Völlig in Ordnung. Das ist eine freie Welt und das ist auch schön so, dass es genau so ist, ja, weil die Würze liegt hier wirklich in den verschiedenen Ansichten der Menschen auch, wie überall. Und in den verschiedenen, sagen wir mal, wie sehe ich das Ganze und so. Das ist völlig in Ordnung, völlig cool. Ich bin da echt cool damit. Wenn ich so einen Account sehe, wo dann die ganzen Königreichhelden stehen und so, dann freue ich mich, denke mir, okay, geil. Die Leute finanzieren auch mit, dass wir weiter spielen können, ja. Weil das ist immerhin, also, das ist ja ein Unternehmen. Und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, wenn ein Unternehmen kein Geld mehr macht mit einer bestimmten Sache, fällt sie. Ja, ich habe den Laden zugemacht, okay, auch auf Klagen hin von Tabakkonzernen, aber also, wann macht man so einen Laden zu? Den macht man zu, wenn er nicht mehr lukrativ ist. Und genauso ist es natürlich bei Small Giant. Ne? Das Ding fällt für Zynga, sobald es keine Kohle mehr macht. Weil dann haben die schon so Serverkosten, ja, die kosten richtig Asche, das kostet Strom. Strom ist gerade eh teuer, ne? Also da brauchen wir ja drüber reden, ne? Dann fällt das Ding. Und deswegen müssen wir über jeden Casher, über jeden, der hier 1000 Euro für einen Helden ausgibt oder so, und es gibt Leute, die das tun, ne? Über die müssen wir super froh sein. Da müssen wir uns echt freuen, dass es die gibt. Und wenn wir so einen Account sehen, müssen wir lächeln und mit unserem stärksten Team rein und versuchen, was zu machen. Und wenn es nicht klappt, müssen wir eigentlich Hurra schreien. Weil die Leute finanzieren uns das Spielen. Das ist einfach so, ne? So, jetzt haben wir die Ringe, jetzt schauen wir. Das war nicht allzu schwer, aber diese Quests sind auch so gemacht, dass man sie sehr früh schaffen kann, ne, dass man weiterkommt. Das ist bei den Äthern und so schon anders, die schafft man mit Vierer auch, ja, aber es wird schwerer. Okay, das können wir überspringen. Und jetzt schauen wir. Und wir sehen, was in Rot fertig ist. Wir machen mal Farbe. Wir machen mal Element. Wir sehen, was in Rot fertig ist. Und wir sehen. Achtung. Wir sehen, dass wir nichts sehen. So, jetzt. Hier sehen wir Rot. Und hier sehen wir meine Fünfer. Und wir sehen, da sind keine Game Changer dabei, es sind sehr wohl Helden dabei, die andere sofort maxen würden. Aber da sind wir wieder bei der Sache. Bei 100 bis 150 Euro, manchmal auch ein bisschen mehr, sind das nicht die Helden, die ich instant maxen würde. Sauers, nur Farage. Dann müsste ich sie mit Caitlyn spielen. Caitlyn ist der einzige Slayer, den ich sonst noch habe. Nein. Tahir geht auf ein Ziel. Nein. Tier outdated. Guter Held, immer noch spielbar. Outdated ist ein bisschen übertrieben. Für mich, nein. Queen of Hearts, angefangen, gedacht, ich level sie, dann mit vielen Leuten gesprochen. Spotter eigentlich immer geil.
Für mich nein. Ja, und dann war es das schon, ne? Und das bei dem ganzen Geld. Und deswegen machen viele Leute dann halt auch langsam. Mich inklusive, also, ne, ist halt so. Ja. Und deswegen waren die Ringe jetzt cool, nice to have, aber wir müssen auf einen Helden warten, der wirklich lohnt. So lange leveln wir. So lange leveln wir. Bastet wird fertig gemacht, ist nicht schlecht. Loki wird fertig gemacht. Bei Devana, ich bin mir unschlüssig. Es kommen diese gelben Helden, diese gelbe Quest, wo nur gelbe Helden drin sind. Und da sind ein, zwei dabei, die hätte ich super gerne. Deswegen, wer bringt mich jetzt instant weiter? Loki. Das heißt, ich mache jetzt erst Loki und mache mal hier die Vierer und noch ein paar Dreier für Turniere und ja, für Turniere. Und dann werden wir sehen. Ja? Dann sehen wir weiter. Ich wollte noch eine zweite Dorn machen. Carlo habe ich immer noch nicht fertig, wollte ich machen. Da habe ich keine Wappen. Da muss ich Wappen switchen. Ihn wollte ich machen. Und wenn schon Sniper, dann einen, der instant killt. Und dann würde ich halt ihn machen. Ne? Nach Loki. Grace wollte ich machen, weil mir in Grün, für mein grünes Hitter-Team, also für mein 3 Leute töten Team. Ich habe halt Fock und Quenelle drin und meistens Franz. Franz ist langsam, 23er Truppe kommt. Und dann muss ich ihn aber mit Snolly spielen, dass er schnell voll ist. Ja, genau, deswegen wunderbar. Ringe wunderbar, aber im Moment brauchen wir eher Fernrohre. Okay, Leute, genau. Wir schauen noch schnell in die Ali, dass es nicht zu lang wird. Also ihr seht hier, Level 73, Level 91, Level 92, Level 82, Level 88. Wir gucken auch mal die Teams an, die Devs. Das ist schon richtig gut. Aber es sind jetzt auch nicht nur Meta-Helden, ne? Außer Elnadaha, ja, das war die Meta noch bis vor 2 Monaten. Gehört bestimmt immer noch dazu, aber Khufu ist eigentlich der Shit to go. Und hier steht immer noch ein Odin und eine Kadilin und eine Frigg und so. Das ist richtig geil, ne? Das ist okay. Und wir sehen, wir raiden hier auf 2,7. Das ist okay. Da sind schon eher, ne? Glück gehabt beim Ziehen und gibt halt auch nicht schlecht Geld aus. Aber alles im Rahmen halt, ne? Und ihr müsst, also schaut mal. Pass auf, was ich damit meine. Na, Oxy hat auch schon richtig gute Helden, aber ja, geht immer noch Season 1 drin. Hier, schau, das funktioniert bei uns, ja. Entschuldigt bitte. Starke cleant im Krieg und macht es sehr, sehr zuverlässig. Sehr, sehr zuverlässig. Außerdem eine super angenehme Person halt, ne? Kuba, cleant im Krieg, auch sehr zuverlässig und echt schon lang dabei, oder? 599 Tage her. The War, cleant im Krieg, macht es auch zuverlässig. Also von dem her, ne? Alles gut. Sind jetzt nicht die überdimensionalen, ja? Saint spielt, glaube ich, nicht mehr und Pirate ist einfach sehr beruflich. Beruflich sehr engagiert, aber hier Saint, glaube ich, hört auf. Ne? Da guck mal, wann zuletzt aktiv, da sind wir schon am Reden und da suchen wir eben Leute. Ne? Also, wenn ihr euch berufen fühlt, schaut gern rein. Danke fürs Zuschauen, Leute. Das soll es gewesen sein von mir. Wir sehen uns zum Turnier. Haut rein, bleibt gesund. Bis dann, euer SK.